zum dritten Teil dieser Serie. Wir spielen Resident Evil. Natürlich mit einem Cappuccino in der Hand. Wo sieht man ihn? Hier, Prost. Dann wollen wir mal loslegen. Wir haben jetzt das Kapitel mit Jill erstmal abgeschlossen. Und spielen jetzt mit, wie heißt der gute Mann? Carlos, genau. Spielen jetzt mit Carlos weiter. Und ich hoffe ja, dass wir auf Nemesis erstmal nicht treffen, weil der war echt ziemlich mächtig, muss ich sagen. Boah, die Atmosphäre hier wieder mit dem, der Qualm hier aufsteigt und so. Wow. Natürlich schon wieder sehr geil aus. Red, halt! Die! Komm schon, Mann! Nicht du auch! Tut mir leid. Tut leid. Ja, komm, werde ich. Nein. Oh Mann. Bräuchte er natürlich eine Pflanze, aber weil er die nicht hat, wird er natürlich zum Zombie, oder? Mist, verschlossen! Bleib bei der Tür. Ich erledige den hier. Komm doch her! Der braucht aber viel, der Junge. So. Ah, der hat eine ID-Karte. Alles klar, sehr gut. Er gehört zu Stars. Das könnte nicht sein. Wo ist der Kopf hin? Weiß nicht, mir egal. Erledigen wir den Job. Ja, genau. Erstmal müssen wir gucken, ob wir hier was looten können. Im Stars-Büro. Finden wir ihn und nehmen ihn in Gewahrsam. Looten, looten, looten. Ich dachte, das ist eine Rettung. Carlos, sieh dir das an. Hab das Stars-Büro gefunden. Das Sturmgewehr-Munition, sehr gut. Beweg deinen Arsch hierher. Ja, ich bin ja gleich da. Ich brauche erstmal Munition und Heilung. Wer bist du denn? Oh, das ist ein ungeduldiger Fatzke. Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Okay, gut zu wissen. Na super. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Okay. Hey, sei vorsichtig. Ja, du auch, Mann. So, wir speichern erstmal. Immer speichern, ganz wichtig. So. Kampfmesser. Okay. Sicherheits. An jedes Mitglied der Truppe wurde eine ID-Karte ausgegeben. Mit dieser Karte können Sie ab heute alle Aufbewahrungskisten öffnen. Leihen Sie diese Karte nicht aus, verwahren Sie sicher. Wenn Sie Ihre Karte verlieren, ist der Verlust umgehend zu melden. Alles klar. So. Testen wir das gleich mal. Oh, eine schöne Karte, ein schöner Koffer. Und ist nur Munition drin. Naja, okay, besser als nichts. Wäre auch ganz gut gebraucht. Oh, ist da ein Nemesis, oder? Wunder, dass er da so erstaunt ist. Kennt doch Nemesis. Das war kein Zombie. Alter. Ja, die hätten ja mal wenigstens ihre Munition fallen lassen können. Schon wieder weg. Würde raus, ne? Okay, geht wieder los. Jo, mal schön nachladen, genau. Jo, das ist auch der
Riesen-MS. Auf jeden Fall ist das ein Riesenvieh. Hier, der war hinter Jill hinterher. Ich weiß ja nicht, was dabei. Ja, wo er geblieben ist, sozusagen, nach der Riesenexplosion, aber. Also. Ich glaube nicht, dass der tot ist, oder? Es gibt noch einen anderen. Gibt noch ein anderes Riesenvieh, auf das wir treffen werden. Naja. Wir haben schon so viel erlebt in dem Game und so viel erschrocken. Denke mal, es wird uns jetzt auch nicht mehr schocken. Ist hier noch irgendwas? Nee. Nix zu looten. Nochmal Sturmwehrgewehr, Munition, sehr gut. Immer schön nachladen. T, bist du da? Da ist was echt Übles hier drin. Keine Ahnung, was das ist. Was echt Übles? Na gut, ich schau mit den Kameras. Pass auf dich auf. Hier können wir nicht durch, okay. Ist auch komisch, ne? Hier können wir nicht durch. Aber die Tür können wir entriegeln. Die Kisten können wir ja zerstören. Das hatte ich bei den letzten Malen gar nicht berücksichtigt. Weil ich Asche auf mein Haupt habe, mich immer gewundert, warum ich keine Munition habe. Oder nicht ausreichend. Hätte ich die Kisten alle zerstört, wäre das überhaupt gar kein Problem gewesen. So, hier können wir wieder looten. Wieder die Karte benutzen. Ah. Mal gucken, was wir da finden. Zielfernrohr für Sturmgewehr. Das ist ja mal nice. Dann rüsten wir das gleich mal aus. Hicks. Oh. Wieder meine rechte Maustaste, die ich nicht benutzen soll. Jawohl. Das ist doch schon mal eine geile Erweiterung. So. Gesundheit ist noch in Ordnung. Hier noch was. Ah, hier ist eine Pflanze. Nehmen wir mit. Pistolenmunition. Jo, das. Sollen wir mal Ruhe sein hier. Oh, ein zäher Bursche. So, hier haben wir wieder ein Safe. Da kennen wir die Kombination ja gar nicht. Das ist natürlich schlecht. Ich habe im Internet gesehen, da gibt es auch viele Lösungen, wie man den Safe aufmacht und auch die Nummern, Zahlen, wie auch immer. Aber das wäre jetzt, sag ich mal, ist zwar schön, das zu verwenden oder so. Ich finde es auch gut, wenn es so hilfreiche Tipps gibt. Aber ich denke mal, wir sollten das in so einem Spiel, wenn wir selber zocken und es selber rausfinden wollen, das erstmal nicht verwenden. Hier ist zu, hier kommen wir nicht weiter. Komischerweise. Was mich so ein bisschen wundert, wenn wir hier durchgucken. Ist hier auf jeden Fall noch ein anderer Raum. So.
Okay, der wird wahrscheinlich dadurch betreten. Da kommen wir aber nicht rein. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Ah, hier ist noch was. So, Festnahmebericht. So, Rodney. Illegale Sprengstoffstelle. Der Verdächtige wurde beobachtet. Wir haben am 18. September 1998 nahe Box Sand 14240 auffällig verhielt. Der Verdächtige wurde einer Leibesvisitation unterzogen. Okay. So, auch hier finden wir die Sprengsätze von seiner Person und seiner Bleibe, seine extrem kraftvoll. Schließfächerraum. Okay, aber da steht auch nichts über die Tresorkombination. Mist. Verschlossen. Okay, wir haben auch keinen Dietrich, wie Jill sie hatte, oder? Messer? Nee. Okay, Schlüssel haben wir auch nicht. Internes Memo. Internes Bürobedarfsverlegung und Mitteilung. Hitzebeständiger Tresor mit drei Zahlenschloss von Stars Büro in 2F. Das Büro Westseite F1 verlegt. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, 22.09.1998. Vielleicht ist das die Tresorkombination. Ach, hier steht's. Ja. So. Habe ich hier einen Stift zum Aufschreiben? Ne, muss mir mal mit dem Handy abfotografieren. So, haben wir unsere Kamera. Dann renne ich da nämlich nochmal zurück. So. Dann haben wir das auf jeden Fall. Alles klar, prima. So, hier können wir auch nochmal abspeichern. Jawohl. Ah, hier haben wir Licht. Ist hier noch irgendwas? Könnte ich die Dinger nur mit Kameras umbringen? Ah, hier sind noch Schließfächer, die können wir uns nochmal angucken. Munition, sehr gut. Ah, Pflanze, sehr gut. Ich glaube, die Pflanzen können wir schon mal kombinieren. Ach, wieder rechte Maustaste, ich lerne es nicht. So, kombinieren mit der grünen, so. Kombinieren mit der grünen. Stellt die Gesundheit komplett wieder her. Also auf jeden Fall mächtig. Was hier für ein Blumenstrauß? Gar nichts. Okay, wieder raus. Geht's hier nach oben? Wollen wir aber erstmal nicht hin. Sondern wir gucken mal, ob wir zurück können, wo der Tresor ist. Ob ich da noch hinfinde. Ist hier noch irgendwas? Hier geht's nicht rein. Okay, dann gehen wir mal durch die Tür. Okay, da geht's auch raus, aber da will ich. Ich will nochmal zum Tresor zurück, wenn ich den überhaupt finde. Der war, glaube ich, hier in diese Richtung. Kopf zu erschießen.
mal rein. War hier eigentlich der Tresor? Ah, hier ist er. Sehr gut. So, dann wollen wir mal gucken. Ich habe mir das ja abfotografiert. Von dem, was wir eben gefunden haben. So, wir müssen einmal links 9. Dann rechts 15. Jo. Dann nochmal links 7. Jo, hat geklappt, super. Alter, prima. Gürteltasche, umso mehr können wir tragen. Das fand ich bei Jill schon ganz geil. Alles klar, prima. Hat sich das ja doch noch gelohnt. Das ist ein riesiges Chaos. Aber die Kisten eigentlich auch zerstören hier? Ne. Aber wir können gleich mal nachladen. Nachladen ist immer gut. So, von da kommen wir. Müssen wir uns erstmal wieder orientieren. Nicht im falschen Raum laufen. Genau, hier war die große Tür, wo ich nicht durch wollte, weil ich erst zum Tresor zurück wollte. Oh Mann, nette RPD-Begrüßung. Ja, ich sag's dir. Ist nichts. Würde mich nicht wundern, wenn jetzt hier irgendwie mal wieder ein Zombie durchs Fenster springt oder so. Hier, da sind wir ja vorhin reingekommen. Okay, dann müssen wir nochmal weiter gucken. Dann rennen wir nochmal zurück, weil da war noch ein Raum mit einer Treppe, habe ich gesehen. Also das Treppenhaus. Könnten wir die Treppe noch hochgehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich lang gelaufen bin. Ob ich das wieder finde. Das ist ja mal so eine Sache. Ja, kein Problem, sag ich mal, einigermaßen zu überleben. Aber den Weg immer wieder zurückzufinden. So, hier war ich auch. Das ist falsch. Das ist hier falsch, aber das ist nicht die Treppe. Natürlich auch nicht. Hier war ja zu, ne? Genau. Wo bin ich denn lang gelaufen, dass ich die Treppe gefunden habe? Kann das sein, dass ich hier lang... Ja, hier bin ich lang gelaufen, genau. Hier geht die Treppe nach oben. Wir schauen nochmal, ob wir hier was finden. Hier waren wir, glaube ich, auch schon drin, ne? Oder? Ja, genau. Hier können wir nochmal speichern. Sicher ist sicher. Jo. Gespeichert, super. Dann wieder raus und dann gehen wir mal die Treppe hoch. Ob wir hier irgendwas finden. Carlos, das Stars-Büro ist geradeaus. Verstanden. Hier geht es dann auch nach oben noch. Ja, das machen wir auch mal. Gucken erstmal nach oben. Falls wir hier noch irgendwas finden oder so. Weil wir können, wie gesagt, alles gebrauchen, was an Munition da ist. Und ja. Hier zum Beispiel haben wir einen Schlüssel gefunden. Wer weiß, für was der gut ist. Hier ist noch eine Kiste.
Das ist so Munition. Oh. Ja, die Kombination kenne ich natürlich nicht. Egal, wir laufen erstmal runter. Haben jetzt erstmal alles. Auf jeden Fall erstmal alles eingesammelt. Warum der auf einmal aufsteht? Ich bin doch schon mal an dem vorbeigelaufen. So, er hat gesagt, das Büro ist geradeaus. Er sagt nie Gesundheit. Okay. Nachricht an einen Freund. Wenn du das liest, bin ich bereits tot. Wenn du irgendwelche Geräusche zu einem Spind hörst, mach ihn nicht auf. Bitte. In dem Duschraum zerstören. Hier. Lieber nicht. Okay. Elektronikgerät. Okay. Schätze, wir tun's auf die explosive Tour. C4. Er nimmt das immer wieder weg. Wenn ich jetzt hier drauf gehe und gehe auf Benutzen. Dann sammelt das wieder ein. Nochmal auf Untersuchen. Zünder ohne Batterie. Ah, alles klar. Da fehlt uns noch eine Batterie. Haben wir hier eine? Nö, haben keine eingesammelt. Alles klar, dann müssen wir, wenn wir eine Batterie finden, die da einsetzen und dann wieder zurückkommen. Wenn wir das schaffen, jemals. Oh, verdammt nochmal. Was soll die Blockade? Ja, das ist echt dämlich und da müssen wir ja hin. Bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig. Oh Mann. Wir brauchen wirklich die Batterie, um wahrscheinlich die Wand zu. Die Wand in die Luft zu jagen in dem Badezimmer. Und von da aus können wir denn da, sag ich mal, hin. Vermute ich mal. Denn irgendwo vielleicht eine Batterie oder so? Grünkraut, siehst du, hatte ich vorhin auch gar nicht gesehen. Könnten wir ja auch irgendwie rein zufällig irgendwie probieren wir mal 5 Minuten und wenn das dann nicht hinhaut, dann lassen wir es. Wir können ja 1000 Kombinationen haben hier, ne? Die auch 3x B sein als Beispiel. Okay, wir gucken mal. Wir gehen noch mal in die Akten, was wir gefunden haben.
Wenn du das liest, bin ich bereits tot. Vielleicht ist da nochmal ein Hinweis drin. Während du auf Patrouille warst, habe ich mich darauf konzentriert, einen Weg zur anderen Seite zu finden. Ich glaube, der Sprengstoff unsere beste Chance ist. Ich komme einen Sprengsatz an die Wand anbringen, aber wir haben keine Batterie für den Zünder. Ich glaube, ich habe die letzte Woche zum Schließfächerraum geschickt. Wir brauchen diese Batterie, wenn wir durch diese Wand wollen. Also bin ich nach oben dich suchen, weil ich weiß, dass du den Schließfächerraumschlüssel hast. Ah, alles klar. Gerade als ich den Duschraum rausgekommen bin, wurde ich angegriffen. Einer von denen hat mich gebissen. Ich habe die Wunde ausgewaschen, aber mir geht's immer schlechter. Ich muss dir wohl nicht erklären, warum du den Spind auf keinen Fall aufmachen darfst. Bitte mach dir keine Sorgen um mich. Mach einfach, dass du selbst so schnell wie möglich hier rauskommst, dein Kumpel Wes. Okay. Alles klar, also... Schließfächerraum müssen wir finden. Gucken wir mal auf die Map, ob der angezeigt wird. Sie können Online-Funktionalität nicht nutzen, da ihr Ethernet-Kabel nicht verbunden ist oder sie nicht mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden sind. Okay. Hat Internetprobleme? Was soll der Scheiß denn? So, Eingangshalle. Gehen wir mal nach oben. Schließfächerraum. Okay. Der ist in der 1. Sehr gut. Okay, da finden wir dann hin. Also, wir gehen jetzt runter. Da war ja eine Tür, die wir nicht öffnen konnten, genau. Das ist der Schließfächerraum. So, wir sind jetzt hier. Müssen da geradeaus. Alter. Hier. Schlaf gut. Boah. Sagt dir Gesundheit? Nehmen wir mal ein Kraut, wa? Jo. Ist klar. Hier müssten wir rein. Das ist auch der Schlüssel. Jawohl, sehr gut. Da finden wir die Batterie. Spind im dritten, DCM. Okay, werden wir uns auch mal abfotografieren? Weil wir haben ja alle Alzheimer und, oder ich, besser gesagt, Hildesheimer. Jo. Ist klar, weiß ich Bescheid. Bevor ich es wieder vergesse, DCM. Hier müssen wir jetzt irgendwo eine Batterie finden. Hier ist sie. Ach, die sind alle zu, aber wie kriege ich die denn auf? Kann ich hier irgendwie eine Karte einsetzen? Nee. Ah, grünes Kraut. Sehr gut, kann ich immer gebrauchen. Okay, wir müssen das Schließfächersystem irgendwie anschalten. Heftig. Jetzt müssten wir mal überlegen, welche Zahl das ist. Gehen wir nochmal zurück. Gucken mal in unsere Akten, ob da irgendwas steht. Spricht ja von den 600 Dollar. Wir können ja mal die 600 probieren. Nö. Vielleicht kriegen wir die Kombination ganz oben im dritten. Okay, dann gehen wir nochmal nach ganz oben. Und öffne da erstmal den Spind.
was war das? DCM, ne? Oh, habe ich mir sogar gemerkt. Muss ich mal nicht mehr ablesen. Hier ist nur Sturmgewehrmunition. Ist nur irgendwie bei diesen Schließfächern. Da musst du irgendwo eine Kombination sein. Überlegen wir mal. Da fällt mir gerade ein, ich bin doch blöd, wir brauchen doch einfach nur ein Schließfach gucken. Hier zum Beispiel ist die Batterie, dann muss das doch 104 sein, oder nicht? Wir brauchen doch hier keinen Code, um alle zu aktivieren, sondern wir geben jetzt hier mal die 1, die 0, die 4 ein. Jo, prima. Dann haben wir doch schon was. Batterie haben wir, super. Meins. 106 ist auch was drin. 106. Enter. Prima. Ist auch was drin. Sturmgewehrmunition. Ist hier drin? 109. Ja, ich würde sagen, wir plündern alles. Alles, was wir gebrauchen können. 1, 0 und die 9. Jo. Ich glaube, eine Handgranate, ne? Sieht so aus. Ja, Inventar ist... Okay, Handgranate. Aber was sagt man... Gesundheit. Nehmen wir mal was. Jo, jetzt ist die Gesundheit wieder richtig hergestellt. Jetzt haben wir auch wieder ein Fach frei. Gucken aber erstmal, was auf der anderen Seite liegt. Was, ob hier noch was ist, was irgendwie wertvoller ist oder sinnvoller. Ne, ist nur noch... Okay, dann gönnen wir uns mal die Handgranate. Komm zu Papa. Jo. Und dann können wir einfach noch frei machen... Indem wir die Batterie kombinieren, und zwar mit dem Gerät hier. Dem Zünder, super. Ist klar. Müssten wir eigentlich soweit alles haben. Das heißt, wir rennen wieder ganz nach oben. Oh oh. Wir kriegen für den keine Erfahrungspunkte. Aber sicher, sicher nicht, dass er da noch hochgekrabbelt kommt. So, hier müssten wir jetzt wahrscheinlich rein. Carlos, ich bin fertig mit dem Computer hier. Ich komme zu dir. Verstanden. Ja, prima. Benutzen. Jetzt können wir das Ganze in die Luft jagen. Schnell weg. War aber nicht gerade weit versteckt. Jetzt können wir schön nachladen. So, wir haben noch eine Granate. Ausrüsten. War natürlich nicht so clever von mir. Scheiße geworfen, würde ich sagen. Alter, wie viele Bullen laufen da rum? Bullenzombies.
Einer nach dem anderen zieht eine Nummer. Wir machen sogar Türen auf. Gibt's hier noch was zu looten? Ah, oh, Hilfespray, sehr gut. Sturmgewehrmunition. So, erstmal nachladen. Alter. Der denn her? Ich dachte, die wären alle tot oder stehen die nochmal auf? Dann verpissen wir uns hier lieber. Mal Energie angucken. Ja, oh, geht noch. Das Arschloch. Die gehen mir echt auf den Pinsel, muss ich sagen. Die ganzen komischen Viecher, also die normalen Zombies sind schon nervig. Aber diese komischen Viecher, die, sag ich mal, wie der Frosch in der Kanalisation oder was auch immer das war. Oder so eine Viecher, die da irgendwie vom Dach fallen. Boah, das ist überhaupt nicht meine Welt. Ja, hier ist wieder düster as fuck. Sturmgewehrmunition, sehr gut. Immer nachladen. So, jetzt gehen wir da mal rein. Wenn es geht. Ne, irgendwie. Was steht da? Da komme ich gar nicht rein. Ist hier noch ein anderes Büro oder so? Hier können wir noch rein. Ah, hier ist doch das Büro, wo wir rein sollten. Dr. Barth. Oh Gott sei Dank. Weißt du, wie lange ich schon versuche, jemanden zu erreichen? Keine Sorge, wir holen sie da raus. Wo sind sie jetzt? Gefangen in einem verdammten Krankenhaus, von allen möglichen Monstern umzingelt. Hör zu, schick einfach die Stars, die wissen, was zu tun ist. Nein, negativ. RPD ist auch überrannt. Dann lass dir was einfallen! Er hat gut reden. Umbrella ist durchgedreht, die bringen alle ihre Forscher um! Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt! Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann! Der gefällt mir. Ja. Ja, dachte ich mir. Ich komme gar nicht zum Trinken, also ich brauche nochmal einen Schluck. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Ich sehe mal im Computer nach und schaue, ob ich den Doc orten kann. Okay, während er da guckt... Das wird etwas dauern. Sieh dich um. Guck, ja, ob du was Nützliches findest. Ja, wollte gerade sagen. Ich gucke ja schon. Oh, Erste-Hilfe-Spray, sehr gut. Jetzt sind meine Energie schon... jetzt ist sie ganz grün. So gefällt mir das besser. Nachladen können wir nicht. Blendgranate. Okay. Ja, hier können wir noch mal die Karte einsetzen und wieder was Schönes einsammeln. Von Munition. Ja, genau. Das ist das Sinnvollste, was man eigentlich looten kann. Ohne Munition kannst du das vergessen. Computer anschalten, ne. Ist
jetzt hier irgendwas Schönes? Gericht über Willen. Die bizarre Vorfall erteilt sich in einer Villa der Umbrella Corporation in den Akleibergen. Okay. Ist das Jill da vorne? Kann sein. Mir wäre es eigentlich ganz lieb, wenn ich hier mal abspeichern könnte. Ah, hier ist eine Pflanze. Ja, was ist? Ein Geist? Jemand verletzt? Jill? Ach, Scheiße. Halt, was? Jill! Jill, was war das? Sag was! Zieh, ich muss los. Du, was du musst. Ich kümmere mich um Bart. Oh. Das heißt, wir gucken jetzt in der U-Bahn-Station, ja? Scheiße. Ah, wir wechseln die Charaktere wieder. Was diese Frau aushält, unglaublich. Da ist der Lara Croft eine Waisenknabe gegen. Eine weiße Knebin. Hab etwa nur ich überlebt? So aus mit Gesundheit. Achso, ist komplett grün. Auch schließen. Wäre mir eigentlich ganz lieb, muss ich sagen. Geht leider nicht. Sind wir denn hier gelandet? Carlos, bitte komm! Carlos! Verdammt, haben wir keinen Empfang. Ja. Okay, erste Hilfespray ist sehr gut. Minengranaten. Ankündigung zu neuen UBCS-Waffen. UBCS-Waffen, okay, das. Ah, hier können wir speichern, das ist sehr gut. Nehmen wir mal den hier. Okay, sollten wir den jetzt mal nehmen oder nicht? Ich müsste da so viel... Ach, hier. Ich wollte gerade sagen, ich muss da so viel opfern. Aber den Schlüssel braucht man nicht mehr. Ah, nicht mal rechte Maustaste. Wegwerfen. Super. Was ist das hier eigentlich? Ergibt kombiniert mit Sprengstoff. Ah. Ach, alles klar. Das ist so ähnlich wie mit dem Pulver. Wenn man das kombiniert, dann bekommt man eine neue Knarre. Ach, was muss ich... Okay, ich mach mal folgendes. Ich schmeiß mal Schwarzpulver weg. So. Das packen wir mal hier hin. Okay, prima. Gehen wir mal auf Ausrüsten. Ich weiß aber nicht, ob das so clever ist. Obwohl, wir können ja mal... Genau, wir können ja so die Waffen wechseln. Das ist in Ordnung. Nicht, dass hier irgendwelche Zombies sind. Brauche ich eigentlich keine Raketenwerfer, ne? Ne, das sollte ich mal... Ach, die ist leer. Hinter mir einer ist. Ne,
sieht gut aus. Hier ist auch nichts zu looten. Loot. Alter. Das ist ja nicht mal Headshot. Nicht nachladen? Ne. Liegt aber auch nirgends was rum, ey. Das ist ja echt ätzend. Am Leben. Ich muss weg hier. Ja, Heilkräuter. Sehr gut. Ja, man muss hier wirklich gucken, dass man auch genug Munition hat, oder sonst kannst du es echt vergessen. Auch wenn ich ein bisschen querlaufe und weiß, dass der Vogel ja wahrscheinlich gleich ankommt, aber war keine andere Wahl. Muss ja irgendwas looten. Ah ja. Nö, hat er das Messer nicht genommen? Doch. Hä, warum haut sie denn mit dem Messer? Ach so, rechte Maustaste und dann... So war das. Okay. Kombinieren, das hat hingehauen. Haben wir auf jeden Fall genug Energie. Da haben wir keine Munition zu. Ich glaube, wenn der Dicke kommt, dann nehmen wir erstmal jetzt hier den Raketenwerfer. Ja, da kommt er doch schon wieder. Der kann doch nicht mal schwimmen. Ja, da hat sie recht. Carlos, melde dich. Ja, was ist? Ach, vergebens. Der Zug ist entgleist. Entgleist? Ist jemand verletzt? Die sind alle tot. Mikhail, sie alle. Ach, Scheiße. Nikolai hat uns verraten. Halt, was? Was zur Hölle? Nein. Mann. Alter, ist er denn nie tot? Komm schon! Was kommt ein noch? Verträgt er denn? Alter, nimmt sie die Pistole. Du bekloppt oder was? Nicht das Messer. Gucken, ob wir Munition haben.
Warum kann sie es hier nicht mit kombinieren? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, dann müssen wir das anders machen. Müssen wir jetzt. Ne, ist uns wertvoll, nehmen wir das hier. Nicht die Pistole. Oh. Los, jetzt hau ab da. Das ist ja eine Special Move Aktion hier von dem Typen. Jetzt bleibt mir stehen hier, dass ich schießen kann. So, jetzt das Messer. Und jetzt gucken wir mal. Oder ist hier? Ah, scheiße. Jetzt hau ab hier. Nachladen. Sieht's nur aus, eigentlich energietechnisch. Alles klar, dann nehmen wir das hier und dann können wir die Pflanze wieder einsammeln. Trägt der denn? Wir haben ja nur, was ist denn hier noch? Flintenmunition. Okay. Dann müssen wir jetzt hier schnell. Alter. Das sieht aber echt nicht gut aus. Ausrüsten. Und nachladen. Ah, Minengranaten. Wo ist er denn jetzt? Alter. Ja, da ist er. Noch einen, komm. Und noch einen. Er hat auch keine Energieanzeige, das finde ich ein bisschen nervig. Okay. Alter, ist er jetzt endlich hin? Okay, dann mal los. Vereinke! Alter, wo hat er die Munition denn auf einmal her? Alter, ich hoffe, er ist jetzt wirklich tot. Carlos, bist du noch da? Komm schon, du gibst jetzt den Geist auf? Dann nochmal.
Können wir die nochmal kombinieren? Nee. Ja, aber hier können wir nochmal tauschen. Und laden gleich nach. Hat sie nachgeladen? Ja. Die Pistole. Jo, wir gehen aber nochmal hin. Weil ich will mal gucken, ob man von ihm auch irgendwas nehmen kann oder so. Den traue ich aber gar nicht. Alter, das habe ich mir doch gedacht. Mann. Sein, dass er so unsterblich ist. Ah, Scheiße. Interessant. Du hast mir einen Gefallen getan, Miss Valentine. Oh, dieser Assi. Scheiße, dass wir Kräuter jetzt nicht nehmen können. Oder wir wachen gleich auf. Ungefähr einen halben Tag später. Jill! Hey, sag doch was. Verdammt! Tyrell, hörst du mich? Was ist los? Jill wurde infiziert. Ich bring sie zum Krankenhaus. Vielleicht kann Dr. Bart sie retten. Okay, ich treff dich da. Ich müsste ja doch nur ihre Kräuter nehmen, die sie sonst immer genommen hat. Halt nur durch, Spocker. Das wird schon. Wie wir gesehen haben, ist Nemesis, also das große Vieh, auch schon wieder weg. Also jedenfalls habe ich da nur Teile von gesehen. Ich hoffe, sie schafft es. Werde ich, Jill. Mensch, spritz hier doch das Pflanzenzeug. Ich hole dir diesen Impfstoff. Du wirst schon wieder. Versprochen. Hier speichern wir erstmal ab. Wo ich den letzten Speicherstand. Halt. Was war hier noch? Sturmgewehrmunition. Tyrell, wo ist Bart jetzt? Muss im Labor hinten sein. Halt durch, bin unterwegs. Verstanden. Carlos, over. Aber wo ist das Labor? Ich habe keine Zeit dafür! Ich hoffe, hier sind wir richtig. Willkommen beim Büro von Dr. Nathaniel Barrett. Bitte sprechen Sie hier an. Reden deutlich ins Mikrofon. So, hier haben wir Sachen, die wir loswerden können. Die wir nicht mehr brauchen.
Er hätte ja sein können, dass man einen Kassettenrekorder benutzen kann. Okay. Dr. Barth, sind Sie da drin? Ich bin hier, Sie zu retten. Öffnen Sie die Tür. Stimmenmuster nicht gefunden. Stimmenmuster? Ah. Was für ein Sci-Fi-Mist ist das denn? Dann wird es ja hier wohl jetzt funktionieren. Ach, Sie müssen eine Kassette einlegen. Stimmenmuster nicht gefunden. Also, wir müssen eine Kassette suchen. Wo mag die sein? Unkraut. Was ist das hier? Da brauche ich doch eine Karte, oder nicht? Und ich dachte, die Karte... Brauche ich nicht. Ah, Mann! Scheiß Zombie. Dann gucken wir mal, was wir an Energie haben. Das sieht ja schon wieder besser aus. Kassette, Kassette, wir brauchen gerade eine Kassette. Wir werfen hier mal ständig irgendwelche. Wer wirft denn irgendwelche Monster von der Decke? Da fallen die ja alle rein. Okay, hier geht's nicht weiter. Wo finden wir die Kassette? Pistolenmunition. Und das eben. Ah, hier ist irgendwas. Sturmgewehrmunition. Grünpflanze. Sehr gut. Hier können wir nochmal abspeichern, das ist noch besser. Jawohl. Nirgends eine Kassette. Oder habe ich hier noch irgendwas übersehen? Hier kann ich ja nur was ablegen, aber... Hier ist auch noch was. Das Buch. War hier nicht noch was eben? Nö. Okay, dann gehen wir hier wieder raus. Gehen wir hier rein. Wird ja wohl die Kassette nicht so weit irgendwie versteckt haben. Bin gespannt, ob die Zombies hier wieder aufstehen. Pflegetagebuch. Okay. Wir brauchen einen Schlüssel, um da reinzukommen. Sturmgewehrmunition. Nachladen brauche ich nicht. Alles schön durchsuchen. Wenn ich hier dreimal lang laufe. Falls ich die Kassette nämlich übersehe, die ich brauche, habe ich ein Problem.
Ach genau, das schaffe ich ja nur mit Jill, da brauche ich einen Dietrich, den ich aber nicht habe. Okay, dann kommen wir hier erstmal nicht weiter. Weil wir brauchen die Kassette und wenn wir die Kassette haben, dann können wir nämlich die Stimmanalyse quasi abspielen. Das so richtig war? Taktischer Griff für Sturmgewehr. Okay. Dann werden wir mal. Was machen wir denn mal? Achso, okay. Die kombinieren wir hiermit. Dann können wir den taktischen Griff nehmen. Und dann können wir den gleich ausrüsten, gleich kombinieren. Jo. Prima. Ja, und da komme ich ja nicht lang, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ist da eine Pflanze? Sehr gut. Ah, hier ist ein Schlüssel. Oh, ich kann nichts. Ja, komm. Dann müssen wir... die mal... Ja, was ist denn das hier? Lenkgranate. Die werfen wir mal weg. Brauchen wir nicht. Und dann haben wir Platz für den Schlüssel. Ah, hier geht's weiter. So. Wieder Munition für Sturmgewehr. Läuft auch schon wieder ein Zombie rum. Man hört ja irgendwie Schritte. Oder doch nicht. Gab's mal Kantinenessen, sehr lecker. Oder was wieder Patienten essen. Gucken, ob das mit dem Schlüssel geht. Nee. Schlüssel war noch woanders. Was ist hier? Sturmgewehrmunition. Kommen wir dahin? Rotes Kraut. Gleich kombinieren, sehr gut. Weiß gar nicht, wie viel Zeit ich habe, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Kann ich hier einen Schlüssel benutzen? Nee, geht nicht. Ach.
Hier brauche ich eine Zange, die ich nicht habe. So, woanders hin? Ach, hier ist Jill. Vielleicht liegt ja hier in dem Raum noch irgendwie. Ja. So, wir speichern hier nochmal ab. Sicher ist sicher. So. Ich glaube, wir müssen noch mal nach oben. Das Schloss war oben. Ja, mit dem Schlüssel. Gucken. Was war denn im zweiten? Nö. Hier kommen wir nicht lang. Wieder. Wir hätten uns den Dietrich von Jill wahrscheinlich schnappen können. Aber okay, das ist mir jetzt erstmal nicht so wichtig. Was ich brauche, ist die Kassette, damit ich dann ins Labor reinkomme. Jetzt die Frage, wo wir lang gehen. Ach ja, hier war da ja das Labor, wo er nicht reinkam. Jetzt gucken wir hier nochmal rein. Da draußen, da waren wir auch schon. Und da kommen wir. Mal hier lang, genau. Geh noch mal nach oben. Ich glaube auch, dass hier oben noch mal das Schloss war. Ich weiß gar nicht, was wir hier. Hier von hier oben konnten wir runterspringen, ne? Oh. Ist gerade in den Plank gelaufen. Da waren wir auch schon drin. Das ist die Bibliothek. Haben wir nichts gefunden. Hier. Vielleicht kommen wir hier mit rein. Jo, hat geklappt. Hier gucken wir mal, was wir da finden. Krankenhaus-ID, sehr gut. Müssen aber was fallen lassen. Ach, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay. Kann der jetzt weg? No. Dann haben wir jetzt die Krankenhaus-ID-Karte? Alter. Hält der da aus dem Schrank, aus dem Spind? Ich glaube, es hackt. Lenkgranate brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Lenkgranate. Lenkgranate.
Was wir immer noch nicht haben, ist eine Kassette. Also uns fehlt immer noch die Kassette. Aber wir haben jetzt schon mal die ID-Karte, um da in die eine Tür reinzukommen, die noch verschlossen war für uns. Oha. Oh nein. Das sind schon wieder 5 Vieh. Ja, aber war doch gut platt gemacht. Jetzt laufen wir hier nur noch mal rum, um die Karte zu finden. Den Raum mit der Karte. Pistolenmunition, die ist immer reichlich vorhanden. Nee, da muss man nicht rein. Ich glaube, wir müssen wieder nach unten. Konnte man nur runterspringen. Sturmgewehrmunition. Ja, das war Exit. Exit zum Brexit. Ja, hier müssen wir auch nicht rein. Hier hätten wir ja alles eingesammelt, ne? Und dann mal kurz gucken. Ja. Okay. Dann geht's runter. Müssen wir mal gucken, wo wir lang gehen müssen. Versuch's jetzt mal ohne Karte. Und wenn ich's ohne Karte nicht hinbekomme. Ah ja, hier war ja draußen. Dann schaue ich nochmal. Hier war doch die Bibliothek, ne? Ja. Mal hier nach unten. Jo. Sehr gut. Hier über die Bank. Dann hier rein. Dann sind wir nämlich schneller unten. Ich vermute mal, dass wir dann auch schneller die Tür finden, wo wir rein müssen. Jetzt sind da schon zwei drin. Drei sogar. Ah, hier ist es. Ja gut. Können wir die Karte benutzen. Ja, Sesam, öffne dich. Alles klar, prima. Grünes Kraut. Habe ich grünes Kraut mit grünem Kraut? Nö. Aber ich kann ja mal... Ne, ich bin ja komplett gesund. Kann ich stehen lassen, theoretisch. Das ist echt ein Luxus. Haben ist immer besser als brauchen. Pistolenmunition. Sturmgewehrmunition, Sturmgewehrmunition. Endgranate brauche ich nicht. Handgranate brauche ich nicht. Aber hier muss doch noch irgendwas anderes sein. Kann mir doch keiner erzählen, dass ich hier so einen wichtigen Raum mit einer Karte betrete. Und das Einzige, was ich finde, ist ein grünes Kraut. Und eine Granate. Stimmt da irgendwas nicht? Muss da irgendwo eine Kassette sein?
Patientenberichten. Safe in Schwesterstation. Patientenberichten und zunehmend von verlorenen vergangenen Gegenständen, die sie finden. Der legen sie in Safe der Schwesterstation. Okay, wenn wir in der Schwesterstation sind, dann werden wir uns das jetzt hier mal abfotografieren. Jo. Jetzt habe ich auch noch kein Safe gesehen in der Schwesternstation. Grünes Kraut. Okay, dann gucken wir mal. Labor, Innenhof, Empfang. Wo ist denn die Schwesternstation? Gar nicht angezeigt. Ist die oben in der 2? Dachaltenraum. Belegschaftsraum. Schwesternzimmer. Ah, die ist oben. Okay. So. Gucken, jetzt spielen wir jetzt wirklich mal mit Karte, weil das ist sonst dämlich. Wir müssen jetzt hier geradeaus, bin ich immer. Ja, genau, hier geht's nach oben. Sonst hätte ich mir wieder einen Wolf gesucht, denn das wollen wir ja nicht. Auf jeden Fall sehr spannend. So, was. Jetzt hier runterlaufen. Gucken, ob wir das Ganze umlaufen können. So. Wenn ich jetzt hier lang laufe, komme ich da zur Schwesternstation? Ja, müsste die Tür geradeaus sein. Jo. Und hier soll angeblich... Ah, da ist ja der Tresor. So, dann gucke ich mal auf mein Handy, was wir uns abfotografiert haben. 9 im Uhrzeigersinn, 3 gegen den Uhrzeigersinn. Okay. Also 9 im Uhrzeigersinn und 3 gegen den Uhrzeigersinn. Das war richtig, ne? 9. Jo, hat's geklappt. Doppelmagazin Sturmgewehr. Hier ist. Soll ich mal was gucken? Kann ich die eigentlich kombinieren hiermit? Nö. Nee. Wenn ich die kombinieren. Hiermit, dass ich einen Platz frei habe? Ne. Sind irgendwas, was ich nicht mehr brauche? Ja, schmeißen eins hiervon weg. Und haben dafür Doppelmagazin. Alter, der sieht aus wie ein Nosferatu. So. Jetzt hier Ruhe. So, ich glaube, ich weiß, was mit der vermissten Kassette von Dr. B. passiert ist. Eine Forschungsassistent hat sie mitgenommen. Einer meiner Patienten sah Abbott etwas von einem Spind im Schwesterstation mitgehen und damit Behandlungszimmer. Laufe ich, werde während der Nachtschicht versuchen reinzuschleimen, mich umzusehen. Okay, also nochmal. So.
Spinnt in der Schwesternstation mit und damit im Behandlungszimmer. Okay. Gehen wir hier rein. So, was sagt denn die Energie eigentlich? So. Nutzen wir mal. Gucken wir hier nochmal, ob wir irgendwas übersehen haben. Türen hier. Wer hier im Behandlungszimmer? Hier, das ist das Krankenzimmer. Ach, das Behandlungszimmer ist daneben, okay. Also hier rein. Hier muss das Behandlungszimmer sein. Jo. Auch wieder so ein widerliches Vieh. Entweder er springt gleich durch die Scheibe oder ich krieg's so hin. So, hier muss das Behandlungszimmer sein. Hier ist die Wäschekammer. Von der Wäschekammer komme ich dann ins Behandlungszimmer. Sturmgewehrmunition. Wir brauchen Dietrich zu. Hier, aber das Behandlungszimmer ist ja in die Richtung, ne? Genau, wir gehen erstmal ins Behandlungszimmer. Ach, der ist so, sogar so nett und kommt hier mit rein. Gegangen? Habe ich falsch abgebogen. Ist hier das Behandlungszimmer, ne? Jo. Endlich. Was haben wir denn noch? Pistole haben wir. Achso, hier. Kombinieren. Prima. Komm mal her hier, Böschchen. So, jetzt sind wir im Behandlungszimmer und brauchen die Kassette. Sturmgewehrmunition, sehr gut. Audiokassette, ja, sehr geil, da ist sie. Die kombinieren wir gleich mal. Mit kombinieren. Jo, mit Kassette, super. Kommen wir jetzt da in den Raum rein? Wenn wir mal nachladen. Wäschekammer. Das ist übrigens so ein Ausrufezeichen. Was bedeutet denn das eigentlich? Achso, das bedeutet das. Alles klar. Tja, jetzt muss ich eigentlich nur noch nach unten und die Kassette anmachen. Dann müsste das funktionieren.
verpiss dich. Ich wurde gebissen, dann kann ich die nochmal futtern hier. Sehr gut. Diesmal habe ich die Handgranate genommen. Sturmgewehr. Nachladen. Hier noch irgendwas zu looten? Nein, also raus. Jetzt müssen wir nach unten. Wieder so viel. Wir sind jetzt hier. Wo ging es denn jetzt? Ah, hier können wir nochmal raus und dann... No. Ja. So. Hier einmal rüber. Hier komme ich nicht rüber, ne? Nee. Das ist nämlich nur ein Koffer. So, und jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, wo ist denn jetzt, Labor, so, wir müssen jetzt quasi einmal hier lang, na, falsche Taste. Ah, sind durch. Ich habe einen Special Faustschlag. Cool, dann kann ich hier bestimmt noch was looten. Pistolenmunition, wenn man Pistolenmunition einsetzt. Super. Hier brauche ich wieder von Jill. Das ist aber okay. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Gucken wir mal, wo war denn der? Hier war die Aufnahme. Muss ich hier lang? Nein. Dann muss ich hier lang? Ja. War nicht so einfach, den Weg immer wieder zu finden. Orientierung ist ja sonst nicht so mein Ding. So. Muss das hier jetzt sein? Yo! Check the flow. Ich wollte doch nur wissen, warum die Dokumente überhaupt in Ihrem Büro waren. Was glaubst du, mit wem du redest? Ich bin Nathaniel Bard, verdammt! Der beste Biologe, den du je treffen wirst, du bettpfannenwechselnde Versagerin! Natürlich habe ich So, wo ist denn der, unser Bard? Ist er tot oder wie? Bart. Oh nein. Tyrell. Bart ist tot. Wurde erschossen. Scheiße. Und der Impfstoff? Ich suche. Dann such besser. Da muss doch ein PC sein, oder? Einladung zum Bankett. Na, super. Erstmal gucken wir, bevor wir am PC gehen, gucken wir uns hier nochmal um. Sturmgewehr. Pistolenmunition, so. Nachladen. Gucken wir hier auch nochmal, weil ich kann mir vorstellen, dass wieder irgend so ein mieses Vieh reinkommt. Jo. Ja, bitte umgehend um Antwort. Okay. Hier ist VRC-Chef Nathaniel Bard. 29. September, 23 Uhr. Mir ist sehr bewusst, dass mir die Zeit davon rennt. Ich hoffe und bete, indem ich dies hier aufnehme und die Wahrheit ans Licht bringe, dass ich ein kleines Stück meiner Ehre retten kann. All
das Unheil von Raccoon City begann. Mit der Verbreitung einer biologischen Waffe, dem T-Virus. Mein Arbeitgeber, die Umbrella Corporation, entwickelte dieses Virus. Und sie befahlen meinem Team, einen Impfstoff zu entwickeln, was wir taten. Ich bewahre Proben dieses Impfstoffs hier in meinem Büro auf. Der Rest wird unterirdisch gelagert. Okay. Aber diese Mistkerle im Vorstand wollen es alles zerstören. Sie wollen nicht, dass die Welt davon erfährt. Also versuchen sie, alle Beweise für die Existenz des Virus zu vernichten. Aber wo hat er das denn versteckt im Büro? Ich bin kein Narr. Ich weiß, dass sie nicht wollen, dass... Jill wusste von all dem. Und vertraute mir trotzdem. Oh. Tür ist auf. Ist der Impfstoff hier? Impfstoffprobe. Okay, Jill. Halte durch. Sie, ich hab ihn. Gut, bin unterwegs zu dir. Sei vorsichtig. Vorsichtig? Hast du die Stadt gesehen? Ist ein verdammtes Wunder, wenn ich da in einem Stück ankomme. Ich wusste doch, dass da wieder was kommt. So, jetzt gucke ich mal, wo ist eigentlich Jill gewesen? Eingang Notaufnahme. Okay, ich glaube, da laufe ich genau richtig hin. Warte mal. Kommt der denn her? Mensch, verpiss dich. Alter, steht ja schon wieder auf. Mann! Was soll denn das? Halt, jetzt reicht's aber. Und schnell in die Notaufnahme. Sehr gut. Sturmgewehrmunition. So, wo geht's jetzt immer zur Notaufnahme? Krankenzimmer. Das hier hinter? Nee, da kam ich ja nicht rein. Ich hab schon wieder. Ach, da ist es, alles klar.
hoffe, das hilft. Komm schon. Hoffe, das Zeug wirkt. Es wird spannend. Tara, was ist passiert? An alle Einwohner. Die Infektion, die sich ausbreitet, wurde als unkontrollierbar eingestuft. Am 1. Oktober wird Raccoon City durch einen Raketenangriff zerstört. Alle Scheiße. Einwohner, die noch klar denken können, müssen sofort evakuieren. Dies ist kein Test. An alle Einwohner. Das ist in nur einem Tag. Es sind noch Menschen hier. Glaubst du, Onkel Sam kümmert das? Scheiße. Geht wieder los. Warte hier. Ich mach das. Ich sollte mich gut eindenken. Klingt, als wären eine Menge von denen da draußen. Erstmal müssen wir abspeichern. So. Schnell beschützen. Nachladen. 15 haben wir nur. Ja, ich sollte mich gut eindecken. Wie wollen wir uns denn gut eindecken? Ich versuche die Fensterrollläden zu schließen. Je weniger Eingänge, desto besser. Wie machen wir das? Ich versuche das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Halte mir so lange vom Leib. Scheiße. Carlos! Sie kommen durch die Tür! Mann, verpiss dich doch. So, jetzt brauche ich erstmal benutzen. Habe ich denn keine? Hab ich nur Pistolenmunition noch? Ah, los, komm. Um die Ecke hier. Mensch, lade doch mal nach. Alter, das ist bekloppt, oder? Ich
passt das gut. Alter. Oh, Mann. Dann müssen wir mal ein kleines Spray hier verpassen. Jo. Los, komm, Headshot, Headshot. Habe ich nicht noch eine Granate? Nee, Granate habe ich nicht. Aber ich habe hier 170 Sturmgewehrmunition. Ich verpiss dich. Reicht's aber, jetzt gibt's ja mal ein bisschen Action. Ach du Scheiße. Das wird's aber spaßig. Ja, ich mache ja gleich. Benutzen. Carlos, kannst du mit dem Sprengstoff irgendwie die Tür blockieren? Ja, ich versuch's ja. C4. Scheiße. Ja, die Tür ist auf jeden Fall blockiert. Carlos, alles okay? Naja, wie man es nimmt, oder? Nicht wirklich. Aber zumindest ist es vorbei. Ich komm zurück. Der Impfstoff wirkt. Gut. Gehst du da raus? Na sicher. Was hast du denn vor? Die ganze Stadt wird bald hochgejagt. Komm schon, Mann. Sprech mit der Regierung. Sag ihnen, wir haben ein Mittel. Verschaff uns Zeit. So ein Teufelskerl.
So, jetzt wachen wir Jill wieder auf. Beide nicht mehr da. Ah. Dein Glück, dir geht's gut. Hab gute Nachrichten. Es ist vorbei. Die Stadt ist sicher. Ach du Scheiße. Was hat er denn jetzt? Schieß mich, Jill! Das ist der einzige Weg! Ach, das hat sie geträumt. Oh, ich dachte schon, das wäre ein scheiß Ende. Obwohl, wir sind wahrscheinlich... Wo bin ich? Ist das noch nicht das Ende? Was ist passiert? An alle Einwohner! Der Raketenschlag gegen Raccoon City startet in wenigen Stunden. Die Sprengladung wird alle biologische Materie vernichten. Sie werden nicht überleben, wenn Sie in der Stadt bleiben. 1. Oktober? Evakuieren Sie jetzt. Ich wiederhole. Was kann es sein? Dies ist kein Test. Okay, super. Erstmal speichern. Jo. War noch eine andere Waffe? Schrotflinte. Hey, Sonnenschein. Mich gerettet. Einen Scheiß habe ich. Das war Carlos. Er hat dich hergetragen und selbst behandelt. Verrückter Kerl. Wo ist er? Wieder los. Bart hat Impfstoff im Keller. Hoffnungsschimmer für die Stadt. Er glaubt, er schafft das allein. Ich werde ihm nachgehen. Warte, hast du es nicht gehört? Die jagen die ganze Stadt in die Luft. Ich versuche, jemanden zu erreichen, der in der Lage ist, das zu stoppen. Überlass ihm das. Er ist Profi. Ich auch. Okay, ich kann dich wohl nicht davon abbringen. Die Lagerungsanlage ist unter diesem Krankenhaus. Hab den Kontakt zu Carlos verloren. Warte also er. Ja, hier sind aber auch Haufen Leichen, also wir haben mit Carlos ganz gut zugeschlagen. Ob wir noch ein paar Schlösser knacken können. Das sieht mir nach Nikolais Werk aus. Ja, der war's auch. Hier war der Impfstoff drin. Hier können wir nicht weiter. Grüne Pflanze. Können wir hier gleich mal kombinieren. Ja, schon mehr Sprengstoff und Munition mit als Heilmittel. Nachladen. Tja. Ah, hier, alles klar. Und mit Dietrich schön arbeiten. Genau, super. Was ist da drin? Mech-Munition. Ja, jetzt die Frage, wo ist Carlos? Warte mal, obwohl, hier können wir... Vom Empfang müssten wir ja eigentlich auch hochkommen zum Treppenhaus, ne? Ich gucke mal kurz.
Jo, hier. Ah, hier können wir auch wieder mit Dietrich arbeiten. Prima. Wo geht's hier eigentlich lang? Hier waren wir ja auch noch gar nicht. Ein Hebel. Sehr gut, dann fahren wir mit der ganzen Ebene runter. Genau, Carlos wollte ja auch nach unten. Wieso hat keiner vom Krankenhaus das alles je bemerkt? Hier ist nochmal eine Pflanze. Grünkraut. Alles klar, wir können aber, glaube ich, was kombinieren. Die können wir kombinieren hiermit. Jo. Säuregranaten, sehr gut. War wieder Platz. Energie sieht gut aus. So. Hier lang müssen. Hier können wir nicht weiter. Was mich wundert, wir hatten bis jetzt noch nichts irgendwie, dass wir mal eine Kiste oder so schieben müssen. Ich dachte, das wäre in dem alten Teil mal so gewesen. Vielleicht verwechselt auch mit Top Raider, kann auch sein. Super. Jetzt müssen wir hiermit wieder hochfahren. Oh, hier können wir speichern. Das ist doch mal genial, ne? Jawohl. Hier ist eine Fahrstuhlnotiz. Die brauchen wir erstmal nicht. Ah, eine Gürteltasche, super. Haben wir noch mehr Platz? Das ist gut. Ist nur noch eine Kiste hier, können wir. Aber wir speichern nochmal nach dem Looten. Okay. Geht's jetzt weiter? Ui! Ach, das Arschloch da drüben. Hier lang. Hier können wir auch nicht. Wir müssen. Ich vermute mal, wir müssen die Gasflaschen hier in die Luft jagen, oder? Nö. Können wir denn hier weiter? Achso, hier runter, ja. Ah, alles klar. So ist das schön, Poker und das. Kann ich noch nicht. Ich vermute mal, ich muss erstmal zu einem Typen da oben hin. Und erst wenn wir den vernichtet haben, dann können wir da wieder hoch. Alter! Ich gebe zu, ich respektiere deine Zähigkeit. Aber leider enden unsere Spielchen hier. Du glaubst, es ist vorbei? So, was braucht. Ach. Müssen wir erstmal Sicherung suchen, ne?
dass denn hier was fehlt. Jetzt nicht weiter. Ah, das geht, obwohl der Strom nicht an ist, ja? Messer, komm her. So, was haben wir denn jetzt hier eingesammelt? Energie ist gut. Gleich kombinieren hiermit. Jo. Jetzt eigentlich können wir die gleich so nachladen? Nee. Geht nicht. Sicherung. So, eine haben wir gefunden. Brauchen aber mehr. Können hier nochmal gucken, ob da was ist. Nein, da ist nichts. Also Leiter runter. Ah, da ist der nächste Schaltschrank. Gehen wir mal hier rein, dann können wir besser schießen. Blöder Köter. Nee, da ist die Latte, da bin ich ja wieder. Bin ich doch gar nicht hoch. Ich muss hier erstmal gucken. Sturmgewehrmunition. Kann ich die nicht kombinieren? Nee. Sieht denn das überhaupt aus mit Sturmgewehr? Das war doch null, ne? Warte mal. Ausrüsten. Dann nachladen. Ich habe Sturmgewehrmunition. Und wenn ich jetzt das Sturmgewehr habe, kann ich nicht nachladen? Was ist denn da los? So, mal gucken. Was ist das denn? Mech-Munition. Okay, pass auf, die kann weg. Brauche ich nicht. Ja, jetzt können wir nachladen. Oh, Alter. Bin hier komplett wahnsinnig. Sehr gut. Thank you.
Okay, ich kann jetzt hier langlaufen. Aber hier finde ich ja... Hier kann ich nochmal abspeichern. Ja, hier komme ich ja her. Okay, wir speichern nochmal und dann können wir unten die Sicherung einsammeln. Ich dachte, hier kann ich noch was looten oder so. Nee, aber warte mal, ich will mal gucken. Ja, von da. Das ist ja der Eingang, von wo ich herkomme. Ne, dann gehen wir hier nochmal raus. Fahren wir noch mal runter. Wobei, das war ja jetzt falsch von mir, oder? Ja, genau. Von da kommen wir ja. Das ist ja der Ausgang. Alles klar, jetzt habe ich es auf jeden Fall. Nicht runter. Genau, wir müssen jetzt hier durch. Genau. Das ist jetzt hier so ein bisschen verzwickt, finde ich. Aber wir können hier schon mal eine Sicherung einsetzen. Eine haben wir ja schon. Super. Wir müssen dahin, wo es rot ist. So, dann fahren wir wieder hoch. Ich glaube, hier hatten wir ja die erste Sicherung genommen, genau. So, wir müssen da nach rechts. So, jetzt hat sie ja vorhin gesagt, ah, das ist ja keine Sackgasse. Ist der LKW. Ist hier noch irgendwas zu looten? Nee. Genau, hier bin ich letztes Mal auch durchgegangen. Das müssen wir uns mal merken. Bin ich aber wieder da. Könnte ich die Treppe hochlaufen, dann wäre ich auch da oben. Das bringt mir auch nichts. Also gehen wir hier wieder durch. Müssen wir mal gucken. Könnten wir theoretisch auch mit hochfahren.
Was ist denn, wenn wir hier hochgehen? Hier wollte ich nicht durch. Mal hier mit runterfahren. So ein Koffer. Oh, Munitionshalter, Flinte. Ist ja cool. Kann ich den irgendwie kombinieren mit der Flinte? Oh, nein. Das war falsch. Wir wollen I haben. Und kombinieren. Jo, prima. So, Gesundheit. Nochmal auf ganz grün stellen. Jo. Uns denn hier irgendwo zwischen drängeln irgendwie. Sie sagt, das ist hier keine Sackgasse. Hier vielleicht? Nee. Da können wir wieder hochklettern. Wir hier mit mal runter. Irgendwie bin ich hier schon wieder ein bisschen lost, muss ich sagen. Das ist der LKW, das ist auch klar. Da müssen wir die Sicherung einsetzen. Wie kommen wir? Muss ich mal überlegen, wie kommen wir jetzt darüber, dahin, wie auch immer. Nicht runter. Wir müssen eigentlich auf den Käfig fallen und dann links lang über den Schrank. Also. Warum kommen wir über diesen scheiß Käfig nicht? Es sind hier überall Gasflaschen. Kann ich da vielleicht drauf schießen? Nö. Was ist das hier für ein Wagen? Hier kann ich auch nicht zumachen. Wir müssen, wie gesagt, über diesen Käfig rüberkommen. Überlegen wir nochmal. So, okay. Dann habe ich noch eine Idee. Und zwar, was man noch machen könnte. Dass wir mal komplett wieder auf die andere Seite gehen. Gucken, ob das geht. Und zwar sozusagen da, wo wir hergekommen sind.
mal hier lang, ob das klappt. Ich kann mir nicht vorstellen, also wir haben ja hier alles abgesucht. Oh, Zombie. No. Ist klar, die haben wir nachgeladen. Genau, wir gucken hier mal. Ich glaube, hier sieht es ganz gut aus. Mir auch eben gerade erst eingefallen. Ah, hier sieht es. Das ist doch super. Schießpulver. Ach du Scheiße. Jo. Ich glaube, hier ist die Sicherung, ne? Ja, prima, super. Darauf. Strom 2 von 3. Okay. Hier komme ich auch nicht mehr weiter, oder? Jetzt hier auf der anderen Seite des Käfigs. Nee. Jo, prima. Aber da haben wir auf jeden Fall schon mal die zweite. Wie geht's denn hier nochmal hin? Das heißt, wir müssen hier nochmal weiter suchen. Wir können hier nochmal langlaufen. Den hier irgendwo durch? Ne. Hier können wir nochmal durch. Wo ist dieser andere? Wo ist der andere Sicherungskasten? Den haben wir doch schon geplündert hier. Okay, wir können die zweite Sicherung aber schon mal einsetzen. Wird sonst nicht ganz so langweilig. Scheiß Weg noch finden müssen. So. Jetzt haben wir die Sicherung. Prima. Jetzt fehlt noch eine. Da müssen wir mal gucken, genau. Wo wir noch nicht waren oder ob er irgendwas anzeigt. So, was haben wir denn hier? Das ist hier Liftschalter. Liftschalter. Was ist das? Sicherung. So, er zeigt mir auch an, wo die Sicherung ist. Jetzt müsste ich theoretisch hier hin. So, das kann ich nur machen, indem ich erstmal hochfahre. Genau, wir fahren erstmal hoch.
Ist ja doch ganz nützlich, die Karte, glaube ich. Auch wenn ich die nicht immer so richtig lesen kann. Jetzt gehen wir hier runter. Und jetzt gucken wir nochmal genau. Also, hier ist die Sicherung. Ich laufe jetzt in die Richtung. Hinten habe ich ja rausgenommen. Das ist eigentlich der falsche Weg. Da komme ich wieder durch. Jetzt bin ich wieder hier, aber ich muss ja nach da. Das ist ja faszinierend. Dauert bei mir wahrscheinlich länger als bei anderen Spielern. Oh, okay. In der Ecke waren wir auch noch nicht. Aber das bringt uns auch nichts. Mal gucke. Okay, das könnte auf jeden Fall. Wir fahren mal runter. Das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein. So, dass wir jetzt in die Richtung laufen hier. So. Ist schon gar nicht mal so schlecht. Da hinten ist auch eine Leiter. Wenn ich jetzt M drücke. So, und hier ist die Sicherung. Das heißt, ich muss die ja irgendwo her sehen. Da hinten. Das muss die sein. Wie komme ich da hin? Also am sinnvollsten wäre es auf jeden Fall erstmal runterzufahren. Unglaublich, Just Svenny arbeitet mit der Karte, aber ob uns das weiterbringt. So, wir können ja in die Richtung, wir können in die Richtung. Wir können in die Richtung. Die Richtung müssten wir eigentlich, aber da können wir nicht lang. So. Ist ja versperrt. Ich glaube, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich weiß noch gar nicht mehr, was ich euch noch erzählen soll. Mal einen kleinen Schwank aus der Jugend oder so. Weil das ist echt nervig, wenn man hier nicht weiterkommt. Nochmal überlegen. So, wir versuchen nochmal Folgendes.
Da hinten ist ja dieser komische Wagen. Ah, da ist die Leiter. Und wie komme ich denn da nochmal hin? Da fahren wir erstmal runter. Probieren es jetzt hier so nochmal. So, da war ja abgesperrt, da können wir nicht weiter. Da kommen wir ja auch nicht weiter. Alles klar, so. Ich glaube, ich habe noch eine Leiter übersehen. Ja, nicht ganz sicher. Runter. Und jetzt kommen wir hier noch mal hoch. Können wir hier mit überhaupt hochfahren? Ja, irgendwie, ne? Müssten hier lang. Ja, genau, hier waren wir noch nicht. Super. Das ist die Lösung. Musst du auch alle Sicherungen haben. Hier, und hier ist die Leiter, die ich meinte. So, ich glaube, jetzt müssen wir da hinkommen. Ja, genau, super. Ach du Scheiße. Heiliger Mist. Zombies hier. Wo wir mal drauf kommen können. Irgendwie habe ich mir auch gedacht, irgendwas hast du doch vergessen. Okay, das war's. Super. Dann kann's jetzt zurückgehen. Oh, schon wieder. Oh. Den habe ich auch vermisst. Brauchst du noch einen? Nö. Haben wir nicht eigentlich Sturmgewehr hatten wir da auch, ne? Haben wir Munition für gehabt? Ne. Nur noch Pistole momentan. Das sieht aber schlecht aus. Na egal. Können wir denn hier rein? Ah. Hier nur eine Pflanze, dafür komme ich hier rein. Das ist aber ein schwacher Loot. Oha. Gesundheit ist gut. Gucken, was sagt denn? Können wir die nicht gleich kombinieren? So, irgendwas anderes machen. Die legen wir jetzt erstmal ab. Jo. Und dann. Warum gehst du denn rückwärts? Dann nehmen wir jetzt die Munition. Okay. Also, wir können erstmal kombinieren. Hiermit. So, haben wir wieder einen Platz frei. Dann haben wir jetzt Spray. Das ist schon mal gut. Dann können wir ausrüsten.
Und erstmal nachladen. So. Und dann gucken wir mal, welche haben wir denn jetzt? Welches Pulver? Einmal das Pulver kombinieren können wir das mit dem. Jo, das hat funktioniert. Super. Sprengstoff. Okay, alles klar. Wieder irgendwelche Zombies, die da oben rumkrakeelen. Das geht mir auch um den Sack. Egal. Zombies sind ja das kleinste Übel. Müssen wir ja eigentlich zum Fahrstuhl kommen, ne? Selber erstmal wieder suchen. Ja, wieder dauern. War das nicht so, dass wir jetzt einfach rechts rum mussten? Ist ja zu, ne? Hallo, Fahrstuhl. Klettern wir mal hier hoch. Fahren hier runter? Jawohl, hier müsste es richtig sein. Alles klar. So, abwärts. Jawohl. Ja. Nämlich ein bisschen an Half-Life. Setz die Sicherung hier ein und dann nichts wie hoch da. Jo. Jetzt muss ich aber ordentlich Munition einsammeln, sonst habe ich nämlich ein Problem. Mist, ist abgehauen. Was hat er hier drin gemacht? Hier können wir auf jeden Fall abspeichern. Sehr gut. Langer Lauf für Mac. Okay. So, was hat er hier gemacht? Ah, hier. Und fertiger Bericht. Ah, okay. Jill! Alter. Tyrell. Hab sie erreicht. Sie geben uns eine Chance. Ah. Sie stoppen den Angriff, wenn... Und das ist ein verdammt großes Wenn... wir ihnen den Impfstoff liefern, bevor sie starten. Wie viel Zeit bleibt uns? Stunden, vielleicht. Dann lass uns keine Sekunde verschwenden. Infiziert. Jalla. Oder bald infiziert. Der Impfstoff ist weiter vorn. Oh, sowas schick hier. Warum läuft sie jetzt nicht?
sicher, du willst nicht anhalten? Anhalten? Wofür? Ich schaff das schon. Okay, erledigen wir das. Könnten wir ihn ja auch gleich impfen, theoretisch. Das wäre ja richtig gut. Mann. Scheiße. Alter. Alter, den Typen haben wir schon frittiert, angebrutzelt, kaputt gemacht, umgeschossen. Das ist unglaublich. Und auch wir ihn hier durchsuchen, ne? Sind ja auch schon Zombies überall gewesen. Da geht's nach oben. Gucken wir erstmal hier rein. Ah, oh, Sturmgewehrmunition ist gut. Schießpulver, hochwertiges. Können wir das jetzt kombinieren? Ne, wir haben nur eins. Gesundheit ist aber gut bei uns, das ist schon mal gut. Was auch gut ist, hier ist wieder eine Schreibmaschine. Jawohl. Was machen wir denn jetzt? Achso, er zeigt ja auch an, was wir wieder loswerfen werden können. Das kann weg. War sonst irgendwas im Inventar mit irgendwie... Nee. Okay, prima. Es sieht so ein bisschen aus wie eine Raumstation, finde ich. Tagebuch können wir jetzt nicht lesen. Keine Zeit. Gar nicht einsammeln. Okay, wir können nochmal nachladen. Vielleicht passt es dann. Jo, prima. Kleiner Trick am Rande. Nachladen und dann geht's. Legen Sie zum Start der Impfstoffsynthese die Rohstoffe in die Kammer. Ja, Sprengstoff. Ja, wir haben keine Rohstoffe. Nichts kombinieren. Synthese? Ich muss ihn selbst herstellen? Okay.
muss rausfinden, wie. So, pass auf, wir haben keine Mac. Deswegen machen wir hier mal. Ja. Gehen wir mal zurück und machen hier mal den Platz frei. Langer Lauf, Mac Spezialzubehör. Warum kann ich die denn nicht ablegen? Verstehe ich nicht. Ich hoffe, kombinieren gehe. Ich habe die. Hab die Waffe gar nicht. Wir müssen uns irgendwann wahrscheinlich entscheiden. So, das sollten wir aber lesen wahrscheinlich. Für die effiziente Synthese eines Impfstoffs sind wohl Antigen und ein Antivirus erforderlich. Das Antigen produziert eine Immunreaktion. Bla bla bla. Okay. Alles klar. Sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt. Was haben wir denn hier? Sicherheitsschlüssel entfernt. Okay, jetzt gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Flintenmunition. Kombinieren. Ja. Wir rüsten uns jetzt aus. Und laden erstmal nach. So, haben wir dann einen Platz mehr? Nee. Was haben wir denn noch? Sturmgewehrmunition. Können wir auch erstmal nachrüsten. Ausrüsten und nachladen. Oh, ist ja nicht verkehrt. So. Dann. Was haben wir denn noch? Was ist das? Mech-Munition. Kann auch weg. Ja. Ich kann ihn nicht wegschmeißen, das ist ja ärgerlich. So, USB haben wir jetzt, einen USB-Stick. Nee, macht keinen Sinn. Aber wir müssen mal gucken, wir brauchen den auf jeden Fall irgendwo. Wir laufen jetzt erstmal runter. Sollte es hier nicht runtergehen, müssen wir auf jeden Fall. Ne, hier geht es nicht weiter. Müssen wir unten ins Labor, wahrscheinlich mit dem USB-Stick. Hier geht es wieder runter. Gucken wir hier nochmal. Hier oben geht es nicht mehr weiter, dann müssen wir jetzt nach unten. Hier speichern wir nochmal ab. Computer benutzen? Nee. Irgendwo diesen USB-Stick verwenden. Und da kommen wir. Ah, hier können wir den. Sperre aufgehoben.
Gucken wir erstmal nach unten. Oder hier unten, bevor wir. Flintenmunition. Okay. Sprengstoff. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, zweimal Sprengstoff. Kombinieren wir. Hiermit. Jawohl. Dann gehen wir mal hier lang. Schießpulver. Ich frage, ob das überhaupt richtig ist, dass wir hier schon lang laufen. Wir waren ja da hinten oben noch gar nicht. Das muss die Stromversorgung sein. Jo. Prima. Stromversorgung haben wir auch wieder hergestellt. Müsste hier jetzt reinkommen, ne? Alter. Da jetzt einer ausbricht und Alarm macht, würde mich nicht wundern. Jetzt ärgere ich mich wieder, dass ich noch nicht oben war. Aber vielleicht müssen wir nochmal zurücklaufen. Okay, prima. Jetzt können wir wieder kombinieren, damit wir Platz haben. Ne, kombinieren hiermit. Jawohl. Jo. Und dann haben wir ja. Ich bin der Meinung, wir hätten. Ausrüsten, klar. Ich dachte, wir hätten die schon nachgeladen. Ja. Okay. Ja, dann wollen wir mal schauen. Also, wir sind jetzt schon relativ weit gekommen. Ja, schon fast. Ah. Das durch, wollte ich gerade sagen. Oh, es kommt. Nachladen. Oh. Man sich da gegenseitig fertig. Nachladen. Letzten 32 Schuss. Sprengstoff. Den können wir wieder kombinieren. Kombinieren hiermit. Jawohl. So, wir nehmen jetzt hier einfach mal. Genau. Gesundheit kann ja nicht schaden. So. Also nennen Sie ihn Nemesis. Sie nennen ihn Nemesis, genau. That's right. Ah, Reagenzglas mit Flüssigkeit. Eine Adjuvanzprobe kombiniert mit einem Antigen verstärkt sie die Immunsystemreaktion. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Müsste eigentlich, ne? Ja. B.
bin ich ja mal gespannt, wenn wir nach oben kommen. Ah ne, wir müssen jetzt erstmal nach unten fahren, genau. Eieiei. Ich kann mir vorstellen, dass hier zwischendurch noch irgendwas passiert. Ich glaube nicht, dass wir hier einfach so durchlaufen können. Habe ich nicht gesagt. Wir müssen erstmal Energie nehmen. Ja. Ich wusste doch, dass die Scheiße passiert. Mann, 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 ey. Hab ich mich erschrocken. So, genau. Hier gehen wir erstmal hoch. Findet man natürlich mal ganz gut. Genau hier wollte ich hoch. Hier war ich ja noch nicht. So, was macht die Energie? Ja, sieht gut aus. Ah, ich glaube, nehmen wir lieber hier. Ich hab ein bisschen mehr Dampf. Ah, hier mal die andere Probe, ja. Super. Ja, was? Wir können eigentlich nichts ablegen. Das dürfen wir hier nicht ablegen. Warte mal. Gehen wir mal ein Stück zurück. Nehmen wir einfach. Dann legen wir es weg. Ist ja Platz für die Probe haben. Eine Antigenprobe. Die brauche ich definitiv für den Impfstoff. Gibt es da was zum Readen, zum Lesen? Das war es jetzt, ne? Oh, es waren ja nur die zwei, die wir einsetzen müssen, oder? Ah, hier ist noch was anderes. Schießpulver. Wir haben genug Munition. Okay, wir kommen hier nicht runter, das heißt, wir müssen hier runterlaufen. So, und dann müsste es eigentlich reichen. Ich glaube, diese zwei Proben brauchte man hier nur einsetzen. Mal gucken, ob ich den Weg überhaupt noch finde. Ne, hier ist ja der Eingang. Wo war denn das Labor eigentlich? War das oben? Oder was unten? Ne, genau, das muss oben sein. Oh, ich finde die Wege immer nicht. Aber hier war es ja nicht ganz so groß. Das geht ja noch. Hier ist es. Genau. So. Unautorisiertes Material erkannt. Entweder verstehe ich es falsch oder es fehlt ein Schritt. Unautorisiertes Material erkannt.
autorisiertes Material erkannt. Okay, vielleicht müssen wir das auch kombinieren. Kombinieren. Yo. So, Kammer wählen, anpassen. MIDI ist low, MIDI, nochmal MIDI, beides high. Da müssen wir jetzt mal überlegen, was wir da machen können. Ah, wir haben es. Reiner Zufall. Impfstoff wird synthetisiert. Ja. Synthese abgeschlossen. Bitte entfernen Sie die Kartusche. Jo. Sammelt schön ein. Wir haben den Impfstoff. Ja, oh, wie geil ist das denn? Oh, ich hab's mir fast gedacht. Ah. Jetzt kommt wieder Nemesis an. Immer wenn wir ihn nicht gebrauchen können. So, gesund sind wir. Aus der Anlage fliehen. Okay, sehr gut. Leise war das auch nicht gerade. Typ wird das unter nicht sterben. Ich drück schon weh wie so ein Verrückter. Muss ich Dollar drücken oder regelmäßiger oder? Das fand ich seltsam. Oder muss ich immer nur W drücken, wenn ein Impuls da war? So, diesmal machen wir das aber so. Gucken jetzt hier rechts nochmal. Da können wir gar nicht, also es ist automatisiert hier. Soll ich ja mal W drücken, ne? Weil immer wenn er den Kreis macht. Mach ich jetzt, ne? Ja, war auch nicht richtig. So, das heißt, ich muss wahrscheinlich, keine Ahnung,
Ganz auf W drücken oder W drücken bis so stark wie möglich oder... Ja, machen wir das Ganze nochmal. Ist aber gut, dass wir die Sequenz wiederholen können. Nicht von vornherein anfangen. So, jetzt drücke ich natürlich so oft weh wie möglich. Mehr kann ich nicht machen. Los. Los, weh, 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 weh. Meine Chance. Oder W dauerhaft gedrückt halten. Das kann auch sein. Probieren wir es nochmal. Also wir haben es jetzt im Rhythmus versucht. Das hat nicht hingehauen. Dann versuchen wir es jetzt nochmal. Dann haben wir es mit schnell versucht. Dann drücken wir jetzt mal einfach W gedrückt. Also wenn wir W gedrückt halten. Same procedure, kennen wir schon die Szene. Jawohl. Ah, alles klar, wir gedrückt halten. Muss mal einer drauf kommen. Ich vermute mal, wir werden trotzdem noch auf ihn treffen. Sprengstoff. Kombinieren. Nee. Nochmal zurück. Gucken wir, ob wir die beiden kombinieren können. Kombinieren hiermit. Jo, hat hingehauen. Jetzt hier nochmal Erste Hilfe Spray einsammeln. Wie sieht es mit der Gesundheit aus? Sehr gut. Obwohl wir richtig welche verpasst bekommen haben. Jetzt speichern wir nochmal ab. Spiel geht aber länger als ich dachte, wenn man gesagt hat, es soll so kurz sein. Also hier, wenn man vielleicht ein bisschen besser spielt als ich, dann Gottes Namen, ist das hier? Wird das wahrscheinlich auch so sein, aber... So, hier könnte es auch zum finalen Kampf kommen mit Nemesis, oder? Große Halle. Also ich traue dem ja immer viel zu. Mal gucken wir, ob wir hier hinten noch looten können. Wo wir runtergehen. Nee, hier ist nichts. Ja, habe ich es nicht gesagt. Oh. Doch, das Impfstoff. Den Impfstoff. Was haben wir denn hier? Nikolai, stopp! Die Stadt braucht den Impfstoff! Mehr als ich? Wie es scheint, sind meine Weisheiten immer noch nicht zu dir vorgedrungen. Ja, ja, Menschenleben sind unbezahlbar. Aber ich bin in diesem Geschäft, um bezahlt zu werden. Was für ein Arschloch. Machen wir einen Deal. Du gehst runter,
bekämpfst den Nemesis und ich filme alles und verkaufe die Kampfdaten. Gib mir eine gute Show und vielleicht verzichte ich auf den Impfstoff. Deal? Gut. Scheiße. Tja. Ich hab's doch gesagt. Der kann doch nicht sterben. Wie oft habe ich schon probiert? So, Energie. Gesundheit. Jill, bist du das? Carlos? Mir geht's gut. Ich halte für dich Ausschau. Gute Idee. Hey. Mann, Mann, Mann. Was Gesellschaft? Er versteckt sich hinter Tank 1. Mann, wozu habe ich denn das Messer? Ah, Mann, verpiss euch, warum schießt sie denn nicht? Hammer, was soll denn der Scheiß hier? Oh, ich spinne, ey. Energie. Sieht scheiße aus. Ah. So, komm. Ausrüsten. Scheiße. Kann ich denn hier irgendwo looten? Liegt denn irgendwo Munition rum oder so? Tja, sieht schlecht aus. Nee, hier liegt noch was. Ja, auch noch. Okay, so. Brauchen wieder Energie. Was haben wir denn jetzt an Munition? Flintenmunition haben wir noch. Wir haben aber für die große nichts. Keine Granaten. Gleich nur noch Pistole nehmen. So, das heißt, wir sind gleich tot, würde ich sagen.
ist die letzte Energiereserve, die wir haben. Business. Er haut nochmal ab. Wir laufen so lange, bis er irgendwie abgehauen ist. Habe ich es geschafft? Jill! Alter. Ich schicke dir den Kran. Kletter daran hoch. Komm schon. Komm schon. Jill, bleib zurück. Du musst doch irgendwann mal sterben. Jetzt steig drauf. Das gibt's doch nicht. Unsterblich, der Typ. Naja, super Kampf. Die Lady hat sich gut geschlagen. Das wäre natürlich optimal. Aber so wie ich den kenne, kommt er als Skelett wieder. Oh, energietechnisch sieht es aber schlecht aus. Komm. So, speichern. Schießpulver. Erste-Hilfe-Spray. So, gucken wir noch mal kurz. Haben wir nicht noch ein anderes Pulver gehabt? Nee. Doch, hier. Kombinieren, alles klar, super. Noch mehr Pistolenmunition. Wir nehmen erstmal Gesundheitsspray. Tja, wo ist unser Nikolai? Erledigt. Gib mir den Impfstoff, du gieriger Mistkerl! Nein, 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 nein. Du bist Geld wert. Ich mag Geld. Das wird eine lange Partnerschaft. Runter mit der Waffe! Schon wieder ein Nemesis? Oh, was kommt denn jetzt schon wieder an? Sowas Erstaunliches gesehen. Die Daten darüber wären Millionen wert. Aber du weißt, wie es ist. Die Stadt wird hochgejagt. Leben sind unbezahlbar. Kann ich noch mal gegen den kämpfen? Ich habe keine Nikolai! Energie. Jill! Schnapp dir Nikolai. Er hat den Impfstoff. Was ist mit dir? Uns läuft die Zeit davon. Ich pack das schon. Klar tust du das. Alter, wir haben keinerlei Waffen. Hör zu. Keine Munition. Nur, dass du es weißt. Es ist das letzte Mal. Wir müssen
mal gucken, wo ich hinschießen muss. Okay. Sehr geil. Mist, sie braucht Strom. Alles kommt. Ist gar nicht, reicht das jetzt schon? Leistung nicht ausreichend. Okay. Bitte aktivieren. So. Wir brauchen nochmal Spray. Ja, quasi wie Asthma-Spray, ne? Ja, oh Mann, ey. Alter. Alter, Scheiße. Sie sind tot, ne, super. Bräuchte eigentlich viel mehr Energie. Aber ich bin ja jetzt schon angeschlagen. Ich jetzt, genau, ich habe jetzt ein Spray. Kann ich benutzen. Flintenmunition, habe ich eine Patrone. Kann ich die eigentlich nicht so direkt. Nö. Mal auf Ausrüsten. Okay. Ich glaube, das können wir jetzt diesmal abkürzen. Das kennen wir ja schon. Ausgabefach wird geöffnet. Das gefällt mir schon besser. Genau. Ich vermute mal, das müssen wir zwei oder dreimal machen. Erinnert mich ein bisschen an Alien, muss ich ehrlich sagen, von der Figur her. Sie braucht Strom. Ah, Scheiße. Ja, schlägt das uns ja gleich wieder zu. Jetzt noch eine Energie eigentlich? Ne, ich habe keine Energie mehr. Alter, wie soll ich denn das schaffen? Mit der Munition, mit der Energie, die ich habe. Okay, diesmal machen wir das anders. Wir looten erst. Speichern dann. So.
Und gehe nochmal zurück, weil wir gucken, ob wir hier irgendwo was finden. Vielleicht habe ich auch nochmal was übersehen, weil wir können in dem Zustand können wir da nicht lang. Ne. Das heißt, das Schicksal entscheidet jetzt, wie ich das schaffen soll. Also. Ist ja unglaublich. Ist ja auch. Hier ist auch keine Leiter oder so, dass ich hier mal runter kann. Um kleiner was einzusammeln. Das kennen wir, das können wir abkürzen. So. So, das nehmen wir erstmal. Das kombinieren wir mal. Davon habe ich jetzt genug Munition, aber ich, wie gesagt, keine Heilung. Ach, ach. So, der erste Schuss ist ja richtig gut. Er haut ja auch hin. So, das Einfachste. Was soll ich denn jetzt schießen, dass er mich nicht anpackt? Das tut dir weh, was? Willst du noch mehr? Ja, das war wieder zu langsam. Ah, hier ist ja auch noch was. Noch eine Stromquelle aktivieren. Alter. Das schaffe. Los, komm, 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 komm. Jo. Nun schau! Ich bring dich gleich wieder zu widerlich. So, wie oft haben wir ihn jetzt umgebracht? Mann, Mann, Mann. Den bin ich los. Na, da bin ich mir nicht sicher. So. Wir müssen mal gucken, wo wir lang müssen. Alter, durch das Flammeninferno. Geht
doch gar nicht. Ach, hier lang. Energie eigentlich aus. Gesund ist was anderes. So, jetzt aber. Nikolai nicht mit dem Impfstoff entkommen lassen. Ich hoffe, Carlos konnte ihn aufhalten. So, runter. Hier noch was zum Looten? Ne. Schön Umbrella-Boxen gibt's da nur. Alter Scheiße. Lass mich nicht auf. Habt ihr das hier versprochen, oder? Nein! Hast du eine Ahnung, was du gerade getan hast? Du bist ein Drecksack. Weiß nicht. Mir egal. Mein Klient hat mir befohlen, Umbrella auszuschalten. 10 Minuten bis zum Raketeneinschlag. Ah. Die Rakete wurde gestartet. Zeit zu gehen. Leb wohl, Miss Valentine. Schade, dass du nicht hören wolltest. Zwei Spezialeinheiten kämpfen. Jill! Erschieß ihn! Ich kann nicht! Ich treff dich! Mach schon! Du musst einfach! Es geht nicht anders! Jo. Carlos! Hey, ich sag doch, ich lass dich nicht allein zurück. Das wäre einfach zu grausam. Hey, ich hab da einen Headshot verpasst. Warum lebt denn er noch? Was ist mit ihm? Wieso das alles? Es gibt für alles einen Preis. Selbst die Welt brennen zu lassen. Für wen arbeitest du? Ich sag's dir, wenn du mich herausbringst. Ich bezahl, was immer du willst. Du bist ein Narr. Du bist ein Scheiße, Narr. Und der Impfstoff ist kaputt, ey. Wenn ich sterbe, Kotzen. Erfährst du die Wahrheit nie. Ein paar Ermittlungen machen wir nicht. Jill, alles okay? Da ist sie. Schade, dass wir es nicht geschafft haben, die Menschheit zu retten. Mit dem Impfstoff. Oha. Alter, ich dachte, wir stürzen jetzt noch ab. Das hätte auch noch gefehlt. Es ist endlich vorbei. Bis dann, Raccoon. Ich fühlte mich leer und kalt, als die Hitze der Explosion uns erreichte. Die wahre Ursache dieser ganzen Tode war kein Virus.
voller Gier. Menschlicher Gier. Da fasste ich einen Entschluss. Die Asche von Raccoon City soll auch die Asche von Umbrella sein. Ich erledige sie. Ein für allemal. Hui. So, Freunde, das war mega geil, geiles Game. Jetzt, wo es zu Ende ist, denke ich doch, es ist irgendwie zu kurz. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben. Support ist kein Mord, immer schön dran denken. Die Spiele müssen auch gekauft und finanziert werden. Mit meinen Abonnenten bekomme ich noch kein Geld von YouTube. Aber wir haben ja Spaß am Spielen. Deswegen bedanke ich mich bei euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.